Iron Sky 2. Heute mal ein bisschen auf die Schnelle, weil es ist schon spät. Ich möchte euch kurz einordnen. Ich mochte den ersten Teil. Ich fand ihn genial. Mit welcher bösartig, barbarisch, politischen Unkorrektheit sich diese Geschichte der Nazis, die auf der dunklen Seite des Mondes sich versteckt haben und auch über die Erde herfallen, wie sie die erzählt haben. Es hat eigentlich richtig Spaß gemacht. Die Story war voller Ideen und das war halt ein bisschen trashig, aber lustig. Trashig, aber lustig ist okay. Moment. So, und jetzt der zweite Teil. Ich spoilere euch jetzt den ein bisschen, gell? Also, mal davon abgesehen, wir können es ganz kurz fassen. Scheiße. Okay, fertig. Also, jetzt bin ich gegen das Mikrofon gerumpelt. Ist egal, wir lassen es uncut. Also, ist scheiße. Und jetzt fange ich euch an, ein bisschen zu spoilern. Ihr könnt euch, wenn ihr unbedingt wollt, trotzdem angucken, wenn es wird nichts wirklich Wichtiges erfahren. Es passiert ja auch nichts Wichtiges. Also, es darf euch natürlich nicht stören, dass irgendwann mal Hitler auf einem Dinosaurier dahergerannt kommt. Sollte euch nicht stören jedenfalls. Oder war es eine Echse? Ist aber eigentlich wurscht, ob Echse oder Riesenechse oder Dinosaurier. Ja, okay. Die Grundstory ist, die Erde ist ja mehr oder weniger in Schutt und Asche. Das war jetzt der Spoiler aus dem ersten Teil. Auf der Rückseite des Mondes sind natürlich jetzt die guten Überlebenden in der alten Nazi-Festung ja sozusagen hängen geblieben. Dann bringen sie eine relativ kurz witzige Idee. Sie machen eine kleine Anspielung auf Apple und Steve Jobs und so weiter. Ist eine nette Anspielung. Das ist wie wenn da so ein paar betrunkene Ideenschreiber zusammengesessen wären. Oder wie wenn man in irgendeinem Fanforum das so in den Raum stellt. So, bringt mal Ideen. Und dann rasten die irgendwie aus und finden das so ganz toll. Diesen Apple-Kult über, ich weiß nicht, wie lange der Film überhaupt geht. Zu lang jedenfalls. Jedenfalls über diese Zeit auszutappen. Und das endet nicht. Das kommt immer wieder. Also diese ganze Apple-Idee ist vielleicht für einen 3-Minuten-Gag gut. Sie ziehen's immer und immer wieder durch den Kakao. Zu lang. Wäre Monty Python sicher nicht passiert. Nein, egal. Dann haben wir das irgendwann mal überstanden. Dann müssen wir akzeptieren, dass, und das ist witzig, so ziemlich alle Verschwörungstheoretiker recht hatten, dass die bösen Echsenwesen unter uns gelebt haben, über uns hergefallen sind und im Erdmittelpunkt leben jetzt, oder was im Erdmittelpunkt, also unterhalb im Untergrund, da leben jetzt die bösen Nazis und haben einen heiligen Gral. Ha, 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 tolle Indiana Jones Anspielung, super. Die Gesamtstory ist eigentlich völlig Banane, also mehr oder weniger egal. Es gibt noch eine kleine Ben-Hur-Einlage, haha, witzig, witzig. Aber um der ganzen Ideenlosigkeit noch ein bisschen die Krone aufzusetzen, haben sie es doch immerhin geschafft, das mäßige Drehbuch mit gegen Ende zu es unglaublich schlampigem CGI zu kombinieren. Also man sieht, wenn man genau aufpasst, was ihnen am Anfang nicht passiert ist. Am Anfang ist das Ganze optisch gut, wenn sie da in der Mondfestung aus dem Raumschiff raussteigen. Also man müsste schon suchen. Aber gegen Ende zu es, da musst du nicht mehr suchen. Du siehst quasi den Greenscreen und es passt nicht. Es ist einfach nur, der Fachmann sagt, schlecht. Die Voice-Actor, also zumindest wir haben es in der deutschen Synchronfassung gesehen, wirken bei einigen etwas lustlos. Nennen wir es mal lustlos, unmotiviert, wie auch immer. Was war noch? Ja, CGI habe ich gesagt. Audio-Track. Also es gibt eine Stelle, wo unmotiviert Hitler irgendwie von rechts mal redet. So wie wenn sie dem Dolby Atmos mal geschwind eine rechte Tonspur noch hinzugefügt hätten. Ist jetzt nicht schlimm. Wenn die Handlung sonst gut wäre, scheiß drauf. War aber nicht. So, also am Ende, habe ich jetzt noch irgendwas? Ne, das war's eigentlich. Da ist nichts. Es ist ein sehr bemühter Film, der gegen Ende zu, da wollten es wahrscheinlich fertig werden, immer schlampiger wird und auch, aber auch immer uninteressanter. Und klar, ihr müsst noch ein bisschen, wenn ihr schon drin sitzt, wenn es schon zu spät ist, es gibt diese Mid-Credits-Szene, gibt es noch eine, also bleibt sitzen, bis die Main-Credits wirklich durchlaufen, da kommt noch mal was. Ohne das könnt ihr eigentlich nicht mehr aus dem Kino gehen. Ach Quatsch. Also, Leute, die diesem Film gefiel, denen kann ich nicht wirklich helfen. Bleibt beim ersten Teil, da ist gut. Und der zweite Teil, ich denke mal, einen dritten Teil wird es nicht geben. Und jetzt kommen wahrscheinlich wieder die ganzen Leute, die mir dann erklären, wie das teilweise aus der Community kam und so weiter. Das ist mir wurscht, weil es zählt eigentlich nur das, was am Ende des Tages auf der Leinwand ankommt. Das ist leider
bemüht und mittelmäßig. Und, also, sorry, so zwischen uns. Die Länge, wie man einen Gag ausbaut, ne, so die Anspielung auf das letzte Abendmahl, und das haut nicht hin. Da ist es wieder, naja, mit einer verwandten Szene der nackten Kanone 1, glaube ich, wo Drabin da diese Konferenz stürmt, zu vergleichen. Das ist pointiert auf den Punkt, also Gorbatschow diesen Fleck da wegmacht zum Beispiel, hat jetzt nichts mit Iron Sky zu tun, aber irgendwie doch eine Parallelität der Szene ist schon da. Der Gag ist kurz auf den Punkt, als der Frank Drabin ihm den, also dem Gorbatschow, den Fleck da wegpoliert, in die Kamera schaut und sagt, ich wusste es. So, und stellt euch jetzt mal vor, dieser Gag wäre auf 10 Minuten ausgedehnt. Ungefähr da ist das Problem. Und es ist nicht witzig. Auch wenn Hitler so einen ausgestopften Hund hinter sich herzieht, es ist nicht witzig. Es gibt eine gute Szene, die hat irgendwas mit Sauerkraut zu tun. Da hatte mal einer eine Idee, aber sonst... Ich weiß nicht, was ich noch sagen soll. Das ist so ein Film, den werde ich nicht nochmal angucken. Ich werde mir aber den ersten Teil nochmal angucken. Ja, okay, bin enttäuscht. Bis zum nächsten Mal. Servus.